Shalom, Shalom. Allerliebste Grüße wieder aus der Perle Afrikas, Uganda. Und heute komme ich mit einer kleinen Werbung. Und zwar hat die Frau aus Eigeninitiative den Eindruck gehabt, sie soll meine Lebensgeschichte in einer Romanform schreiben. Und das hat sie gemacht. Und das Buch heißt Das Senfkorn. Und der Untertitel heißt Das Leben von Maria Brejan. Gott ist in den Schwachen mächtig. Hier, seht ihr das Bild? Aber es ist kein gutes Bild. Ich habe nämlich alle Bücher schon verschenkt. Und darunter steht Alexandra M. Schellenberg. Dieses Buch beschreibt mein Leben, aber in einer Form, wie auch Ungläubige es gut lesen und verstehen können und den Geschmack bekommen, ihr Leben mit in inniger Einheit mit Gott zu beginnen. So wollte ich euch jetzt dieses Buch vorstellen als gutes Weihnachtsgeschenk. Man kann es bei Amazon bestellen und den Link werden wir euch einblinken. Und ich vertraue, dass ihr gute Rückmeldungen bekommt, denn das Wichtigste in unserer Zeit ist wirklich, dass Menschen erkennen, was ist das Wesentlichste in unserem Leben. Und das Wesentlichste in unserem Leben ist eigentlich die Entscheidung, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und ich glaube, in diesem Buch bekommen Sie eine Idee, was Gottes Plan ist mit unserem Leben. Denn er möchte, dass wir alle in der Herrlichkeit, alle Ewigkeit mit ihm verbringen. So rate ich euch sehr stark, verschenkt dieses Buch. Man kann es bei Amazon kaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, es steht nicht da, wie viel es kostet, aber es ist nicht sehr teuer. Und ich vertraue, dass die Menschen, denen ihr es schenkt, alle ein wahres Weihnachtsgeschenk bekommen, nämlich eine Offenbarung, wer Jesus Christus ist und was er mit einem Leben machen kann, das ihm ausgeliefert ist. So, das wäre das eine. Und dann haben wir noch 4 Büchlein, die jetzt bei Amazon, nicht bei Amazon, beim SCM Verlag erschienen sind, die man auch gut verschenken kann. Das erste heißt, Sorgenfalten stehen mir nicht, denn Gott liebt es zu segnen. Und ich lese euch jetzt einmal da die Kapitel vor. Also Gott versorgt dich. Die Furcht des Herrn, das Gesetz des Gebens und Empfangens, der Zehnte, ein großzügiger Geber werden. Was habt ihr bewirkt? Der Gott, der vermehrt, der Segen der Dankbarkeit. Gott lässt alle Dinge zum Besten dienen. Leben aus dem Glauben, am Glauben festhalten, wie deine Worte Segen bewirken. Das wäre also das eine Büchlein. Sorgenfalten stehen mir nicht, denn Gott liebt es zu singen. Das nächste, werdet ihr wahrscheinlich lachen, aber ich habe schon öfters erwähnt, dass Gott mir am 80. Geburtstag in einer kleinen Diskussion gesagt hat, dass die Zahl 80 in meinem Leben eigentlich keine Rolle spielt, weil ich mich damit überhaupt nicht identifizieren konnte. Dann hat er gesagt, wer ist dein Leben? Dann habe ich gesagt, ja, mein Leben ist Jesus Christus. Ja, und dann ging mir sofort ein Licht auf. Der ist nie älter wie 33 geworden auf Erden. Und so habe ich den Eindruck, ja, die tiefe Überführung, dass Gott zu mir sagt, mein wahres Leben ist Jesus Christus, nicht mein Geburtsschein. Und ich soll mich als 33-Jährige erkennen und so sehen. Und so habe ich ein Buch geschrieben. Ich bin und bleibe 33, denn Jesus ist mein Leben. Der Rest ist Lebenserfahrung. Und das kann man auch wunderbar an Leute schenken, die eben einen neuen Durchbruch haben wollen in ihrem Leben. In eine Dimension des Lebens aus dem Geist. Und ja, das sind auch ganz gute Kapitel, wir werden das vorlesen. Ihr lest es selbst und ihr werdet sehen, es wird euch verjüngen. Ich bin so dankbar, dass mein Glaube in Gott stärker ist als mein Glaube von dem, was ich sehe. Auf ihn zu schauen, ist das Allerbeste. Wir leben in den letzten Jahren, wo so viel Not in dieser Welt war, wirklich gesegnet, fröhlich, im Frieden, ohne Angst, zuversichtlich und erwarten uns das Beste.
denn wir sind in der Endzeit. Und Jesus Christus sagt, wenn wir das sehen, was jetzt geschieht, sollen wir unser Haupt heben und uns freuen. Und wir freuen uns. Das nächste Büchlein heißt, der Herr darf mit mir machen, was er will, denn er hat den Überblick. Amen. Und wisst ihr, solange wir nicht lernen, unser Leben bedingungslos in die Hände Gottes zu geben, haben wir lauter Stress. Aber ich habe mein Leben bedingungslos in seine Hände gelegt. Und ich kann nur sagen, es hat sich hundertprozentig belohnt. Denn ich gehe von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, von Freude zu Freude, von Überraschung zu Überraschung. Wir haben einen Gott, der uns liebt. Wir haben einen Gott, der uns segnet. Wir haben einen Gott, der für uns ist. Wer kann gegen uns sein? Wir haben einen Gott, für den nichts unmöglich ist. So, das wäre das dritte. Und das vierte Büchlein heißt, steh auf und werde Licht, denn Gott gibt dich niemals auf. So, und diese Büchlein kann man auch sehr gut verschenken auf Weihnachten. Und ich garantiere euch, wir sollen die Menschen in diesen Tagen mit Nahrung des Herzens beschenken und was sie näher an Gott bringt. Und so rate ich euch, die beim SCM Verlag zu kaufen. Der ist in Holzgerlingen und auch zu bestellen. Wisst ihr was? Die kosten 9,99 €. Also den Preis habe ich nicht gemacht. Ja? 9,99 € das Stück. Ich lese das beim letzten von der Dunkelheit ins Licht. Gott wünscht sich, dass wir für ihn leuchten. Doch wie entzündet er uns? Er hat unzählige Wege, denn ihm ist nichts unmöglich. Er kann aus Mist Dünger machen und aus Scherben die schönsten Mosaike. Er gibt dich niemals auf. Lass dich ermutigen, aufzustehen und lerne, so über dich zu denken, wie Gott es tut. Wenn wir darauf vertrauen und danach leben, werden wir aus der Dunkelheit ins Licht versetzt werden und zu leuchten beginnen. Das hier. Steh auf und werde Licht, denn Gott gibt dich niemals auf. Aber vielleicht kann ich da hinten noch lesen in dem dritten Büchlein, der Herr darf mit mir machen, was er will, denn er hat den Überblick. Sich Gott zur Verfügung zu stellen, wirkt oft verrückt, aber Gott weiß, was er tut. Gott hat für alles den Masterplan, auch für unser Leben. Deshalb können wir ihm voll und ganz vertrauen. Es liegt ein Segen darauf, Gott zu gehorchen, loszugehen und sich unterbrechen lassen, Prioritäten oder Pläne ändern, weil er gesagt hat, lass dich ermutigen, in einer kindlichen Gewissheit und im Vertrauen auf Gott zu leben. Denn er hat nur dein Bestes im Sinn, weil er dich unendlich liebt. Ja, ich glaube, das habe ich auch noch nicht gelesen da hinten. Das Beste liegt noch vor uns. Nichts ist für Gott ein Hindernis und schon gar nicht unser Alter. Gottes Berufung für uns endet nicht ab einem gewissen Geburtstag. Lass dich ermutigen, dein Leben mit Freude, Kraft und den gegebenen Möglichkeiten zu gestalten und Gott hinzugeben. Denn für Gott ist niemand zu alt, um ein Segen zu sein. Er hat zu jeder Zeit große Dinge mit uns vor und will uns gebrauchen. So, Lieben, ich habe euch jetzt hier 5 Gelegenheiten gegeben, wunderbare, herzerfrischende, auferbauende Weihnachtsgeschenke zu kaufen oder euren Freunden zu schenken, die nicht viel Geld kosten, aber die können ein Leben verändern. Und wir werden der SCM Verlag hat es für diese kleinen Büchlein verantwortlich oder zuständig und bei Amazon kann man dieses Senfkorn bestellen, dieses Buch, das die Frau, ja eigentlich die Daniela Dankova geschrieben hat unter dem Titel, unter dem Namen Alexandra M. Schellenberg. Ich vertraue, das hilft euch. Ich bin überzeugt, dass diese Büchlein bei jedem, dem es ihr schenkt, Liebe auslöst und Freude und Zuversicht und Mut und Glauben. Und wir brauchen in unseren Tagen alles, was Glauben freisetzt. Glauben in einen Gott, für den nichts unmöglich ist. Und zwar in einen Gott, der uns liebt und der gute Pläne für uns hat. Und zwar beste Pläne. Ja, vielleicht habe ich dem anderen, ein oder anderen jetzt geholfen, gute Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Wir werden euch die noch einblenden, sodass ihr sehen könnt und auch, wo ihr dieses Buch, das Senfkorn, bestellen könnt. Ich wünsche euch gesegnete Tage.
Gesegnete Tage in dem Bewusstsein, dass Gott auf die Erde kam. Nicht um in einer Kirche zu leben, in einem Gebäude, sondern in dir und mir. Ich vertraue, dass er Raum findet in dir. Und je mehr er Raum findet, umso mehr wirst du leben. Umso mehr wirst du Kraft bekommen. Umso mehr wirst du erkennen, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Stellvertreter Christi auf dieser Welt. Gott rechnet mit dir, ein Licht zu sein in einer sehr verkehrten und verdrehten Welt. Shalom, Shalom.